Am 30. November hat das angefangen. Da sind sie hingezogen, haben die ersten paar Tage haben sie getan, als wenn es Heilige waren, den Schönen, Grüß Gott und alles. Und den dritten Tag hat Emily schon das ganze Haus gekehrt. Ich habe einen Vertrag registrieren gelassen und den registrierten Vertrag Emily gegeben habe, den ich eigentlich gleich mit der Tochter angeschlossen habe. Den nächsten Tag habe ich einen Anruf gekriegt von der Gemeinde, was ich mir da gedacht habe, in 7 Leuten im Wohnsitz in der Sellerkloer Wohnung mit 60, 65 Quadratmeter. Und ich sage, ich höre da jetzt das erste Mal etwas von denen. Jetzt sind sie mittlerweile ungefähr 5,5 Monate da, haben nicht einmal die Miete gezahlt. Ganz am Anfang haben sie auf meinen Baustrom angezapft oder den Baustrom benutzt. Dann haben sie natürlich auch nicht gezahlt. Stichelei da, Stichelei zusammen. Allem wieder Krawall, Tag und Nacht, halbe Nacht nicht geschlafen. Und irgendwann einmal ist halt passiert, dass die Buben in der Früh auch schon Krawall gemacht haben und bei den Haustieren und aus. Und dann haben sie zum Stiegenhausfenster aufgetan und sind zusammen hin und aus gegangen und über auf den Balkon geklettert. Dann habe ich mal zusammengeteufelt und gesagt, das geht nicht so. Dann haben sie gesagt, du hast da in deinem Haus nichts zu sagen. Dann habe ich gesagt, eigentlich war ich der Hausherr. Nachher ist der Gregor, weil der Seller hat immer die Wohnung vermietet. Dann habe ich gesagt, aber das Haus gehört alle nur mir. Dann hat der einer für die Buben das Fenster genommen und zugeschlagen. Ich meine, das, jetzt ist die Scheibe hin. So hat er sie zugeschlagen. Da sind schon geschwind die anderen drei von oben hoch, kommen auch. Und dann die zwei Ältesten, der für die Zwillinge, der Größere, hat mir geschwind auf den Auge ans Auge gelegt. Und dann haben wir noch eine Weile so gewürtelt und dann hat es nicht lange gedauert. Dann ist der Alte in Schwung oben hoch gekommen über der Stege und von der Haustiere weg zu meinen Eingangstieren in Schwung her und hat mir auch die Faust aufgelegt. Dann ist er nochmal zurück und nochmal her. Bin ins Spital aus und sie haben noch einen Tag gemacht und dann haben sie festgestellt, dass da doch ein Splitter drin ist, der Knochen gesplittert ist. Wir haben die angefangen, unsere Leute zu terrorisieren, also in dein Haus, die Mitbewohner zu terrorisieren. In der ganzen Umgebung, also in der ganzen Straße, überall haben sie die Leute terrorisiert. Das sind die älteren Leute zugegangen und haben gesagt, wie Flaschengeld das auch gehört. Das ist, glaube ich, die Ohren auf gut Deutsch. Und es laufen trotz allem nur 5, 6 oder 7 Anzeigen, was im Laufe der Zeit alle gewesen sind, wegen Ruhestörung. Unter anderem auch haben sie mir in meinen Keller gestrehlt, wo sie überhaupt nichts zu suchen hatten gehabt, weil mein Keller ist ein Stock über der Garage, beim Kampf der Garage auch. Ich verstehe, dass in die Karabiniere die Hände gebunden sind und sie taten sich ja bemühen und alles. Sie probieren wirklich. Für Emil ist das auch eine große Belastung, ein großes Problem. Aber dass Emil dermaßen die Hände gebunden sind, wenn Leute den ganzen Staat aushöhlen, das ganze soziale System aushöhlen und untergraben, das verstehe ich einfach nicht. Doch. Fall der Familie Fauner hier in St. Leonhard im Zeier steht stellvertretend leider Gottes für mehrere Fälle in Südtirol. Und es kommt ganz klar zum Ausdruck, dass dringender Handlungsbedarf ist, auch von politischer Seite natürlich. Es muss der gesetzliche Riegel vorgeschoben werden, was Mietnomaden anbelangt. Und ich glaube, dass es auch höchst angebracht ist und auch endlich an der Zeit ist, dass es auch einen Vermieterschutz gibt. Wir haben in Südtirol ein großes Problem der Wohnungsnot. Wir haben ganz viel Leerstand. Leerstehende Wohnungen und die Fälle tragen natürlich dazu bei, dass sich manche Leute dreimal überlegen, ob sie überhaupt die Wohnung noch vermieten, wenn du noch so einen Fall hast oder im Bedarfsfall die Leute nicht ausbringst. Und ich denke gerade, der Fall, wo es darum geht, dass Leute die Miete
seit dem ersten Tag noch nie überwiesen haben, nie gezahlt haben, randalieren, die Leute bedrohen, die Familie bedrohen, ein ganzes Dorf irgendwie in Schrecken versetzen, auf nichts reagieren, sogar gewalttätig geworden sein. Das kann es einfach nicht sein. Mein Kollege Andreas Leiter-Reber und ich haben für die nächste Landtagssitzung einen Begehrensantrag vorbereitet, der genau auf das abzielt, dass die Landesregierung, der Landtag, sich dahingehend ausspricht, dass auf römischer Ebene so rasch wie möglich interveniert wird und dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass in so extremen Fällen rasches Handeln möglich ist und dass der Vermieter künftig viel mehr geschützt ist. Für die Familie Faunach wünsche ich natürlich, dass so rasch wie möglich das Räumungsverfahren eingeleitet werden kann und dass es wirklich schnell geht, dass sie die Familie loswerden.